Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Februar für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Schau mal hier, also stark, oder? Die Karte die Liebenden rausgeflogen. Ja, also Sternzeichen Zwilling ist hier auch zu sehen. Also sehr interessant hier. Also, vielleicht hast du mit Sternzeichen Zwilling auch wie du zu tun, oder es gibt hier eine starke Sache, also einen großen, wichtigen Arkana mit der Karte die Liebenden. Es gibt eine starke Verbindung zu einer Person, eine wichtige Entscheidung zu treffen irgendwie. Und eine starke Karte. Schau mal bitte jetzt hier. Das ist ja nicht normal, oder? Zwilling. Also diese zwei Karten sind rausgeflogen. Ratte Schicksal. Und die Karte, die Liebenden. Uff. Ja. Also ich bin schon ohne Worte, wie du merkst, weil tatsächlich es ist wahr. Also wir haben hier, ich habe gemischte Gefühle. Gerade mit diesen zwei Karten bei dir, Zwilling, habe ich total die gemischte Gefühle, ja. Einerseits sieht ja wunderschön aus. Ich meine, wir haben hier ja eine Sache, die mit dem Schicksal zu tun hat. Also wir haben natürlich hier mit Seelenpartnern, ja. Also das sind Seelenpartner. Eine starke Seelenverbindung gibt es hier. Es kann irgendein Element sein oder irgendein Sternzeichen sein. Mit Rat des Schicksals habe ich alle Elemente auf dem Tisch. Aber die Sache ist, es ist ja eine karmische Situation, was ich hier auch habe, ja, Zwilling. Das ist auf jeden Fall auch eine karmische Situation. Und das ist die Sache, ja. Das spricht für uns allen so verschieden, so verschieden. Und kann so anders ausgehen, also es kann so verschieden ausgehen, ja, für uns, für jeder von uns. Es ist einfach eine interessante Mischung von Karten. Also hier habe ich natürlich in manchen Fällen eine Person, die du schon bereits kennst. Aber Zwilling, wir fangen natürlich jetzt an. Also wir schauen weiter. Ich bin schon erstmal mit dieser Kombination von Karten ziemlich beeindruckt, also sprachlos. Natürlich, dass wir in manchen Fällen eine neue Person hier haben könnten, weil das hier mit dem Schicksal zu tun hat. Ja, es könnte möglich sein, dass irgendeine neue Person in deinem Weg jetzt kommt, weil für dich so bestimmt ist, dass du die Person kennenlernst. Du merkst ja, also ich hole mir natürlich jetzt logischerweise mehrere Karten, aber mit diesen zwei Karten gerade, die bei dir jetzt so einfach rausgeflogen sind, bin ich schon sprachlos. Ja, also das muss ich dir schon sagen. Aus der Stäbe, ich mische nur ein bisschen das Fass. Ich bin schon ziemlich sprachlos. Wow. Hinter dem Deck habe ich Ass der Stäbe gehabt. Ich mische die Karten zusammen und Ass der Stäbe kommt wieder raus. Wow, qué fuerte. Zwilling, eine starke Legung, sage ich dir schon von vornherein. Eine starke Legung. Starke Legung, das ist nicht normal. Das ist nicht von dieser Welt, ja? Das sage ich dir jetzt auch gleich. Wow. Wow, also. Qué fuerte. Ja. Qué fuerte gibt's nicht.
Zwilling, also ich bitte dich, habe ein bisschen Geduld mit mir gerade, ja? Weil deine Legung ist eine starke Sache, was ich hier habe. Und wir haben schon damit so angefangen, ne? Also habe nur ein bisschen Geduld, weil ich brauche wirklich meine Zeit hier. Also es ist eine harte Legung, ja? Ritter der Münzen. Ritter der Münzen zeigt schon eine Energie für den Monat Februar, die schon langsam, es ist eine Energie, die langsam ist, ja. Gerade sehe ich in meiner Uhr die 1122 und die Nummer 123. Also es gibt hier schon eine Entwicklung in diese Energie, was ich hier spüre. Eine Entwicklung, es gibt hier einen Prozess, die einfach so sein musste. Zwilling, also Ritter der Münzen, hinter dem Deck, die Energie für den Monat Februar zeigt natürlich für dich schon eine Energie, die langsam ist. Aber immerhin, es gibt Gründe, warum diese Energie langsam ist. Ja? In manchen Fällen und nicht in manchen Fällen, eigentlich ist das so, dass Menschen nicht vorbereitet für eine bestimmte Situation nicht vorbereitet sind. Ja? Du, also ja, es muss nicht immer mit den anderen zu tun haben. Es kann auch mit mir selbst zu tun haben, dass ich halt für eine bestimmte Situation noch nicht vorbereitet bin. In manchen Fällen, weil manche in einer Beziehung sind. Zum Beispiel. In einem anderen Fall, weil hier eine geografische Distanz gibt, ja. Also ich könnte mit dieser Karte auch eine geografische Distanz zu einer Person sehen. Ja, dass eine Person in eine andere Stadt oder in ein anderes Land, in manchen Fällen in einen anderen Kontinent, das werden wir jetzt sehen, aber ich könnte mit dieser Karte auch eine geografische Distanz sehen bei dir. Die Energie, Fakt ist, dass die Energie sich langsam zeigt. Aber sicher. Diese Energie ist langsam, aber sicher. Das heißt, es mag sein, dass man verzweifelt, also dass man wirklich verzweifelt, aber ich sage dir, das ist sicher. Früher oder später ergibt sich die Situation. So sollte es normalerweise sein. So sollte es normalerweise sein. Rat des Schicksals sagt uns das auch. Das ist hier eine Bestimmung. Ja, es hat mit dem Schicksal zu tun. Natürlich, wir wissen ja, dass das Leben viele Veränderungen auch haben kann, aber im Prinzip die Energie zeigt sich jetzt so. Also das ist die Energie für den Monat Februar. Und du siehst Münzen, ja, also Erde-Element ist bei dir zu sehen. Aber schau mal bitte jetzt hier, es gibt hier schon eine wichtige Entscheidung, ja. Oder eine Person möchte einfach sicher sein, was man hier entscheidet, irgendwie. Weil Möglichkeiten sind ja da. Sternzeichen Schütze ist bei dir auch zu sehen. Also Schütze, Fische, Erdelement, Stier, sehr präsent. Steinbock, Jungfrau. Also bei dir habe ich gerade auf dem Tisch sehr, sehr präsent. Erdelement, Jungfrau, Stier, Steinbock. Zwilling, wie du, sehr, sehr präsent, muss ich dir schon sagen. Zwilling, wie du, sehr präsent. Jungfrau, sehr sogar. Sternzeichen Löwe, stark präsent bei dir, Schütze nämlich auch. Und Krebs, würde ich sagen. Also, starke Legung, Zwilling, starke Legung. Man merkt schon, man denkt viel nach. Also, ich spüre hier eine Person, die sehr viel am Nachdenken ist, tatsächlich. Es gibt hier. Das Gefühl wäre bei dir deutlich, Zwilling, dass man eine wichtige Entscheidung treffen wird oder muss oder wie auch immer. Man ist am Nachdenken über diese Situation. Ich habe gerade auf dem Tisch, wir haben schon direkt mit die Karte die Liebenden angefangen. Zwei der Stäbe, sieben der Kelche. Ich habe mehrere Karten direkt schon auf dem Tisch, die mir sagen, es gibt hier eine wichtige Entscheidung zu treffen, ja? Natürlich nochmals, ich spüre hier ein Gefühl von, eine Person möchte schon eine Entscheidung treffen. Eine Person möchte von dieser Situation, wo man sich jetzt befindet, ja, und ich rede über dich, Zwilling,
Also man möchte schon da raus, man möchte schon was anderes, was in manchen Fällen was Neues, ja, Zwilling. Das spüre ich sehr, sehr stark hier gerade. Also du möchtest was anderes, was Neues. Du möchtest da, wo du dich gerade befindest, du möchtest da raus. Ja, für manche könnte das hier sogar mit einem Umzug zu tun haben. In manchen Fällen, wegen dieser Entscheidung, würde für dich heißen, du musst umziehen. Ja? Also wenn du eine wichtige Entscheidung hier triffst, würde für dich viele Veränderungen bedeuten. Und eine von diesen Veränderungen könnte sogar sein, dass du im Ausland ausziehen, also umziehen solltest. In manchen Fällen. Ja, in manchen Fällen. Es gibt hier so ein Gefühl, ja, ein Gefühl von, ich möchte raus, da, wo ich gerade bin. In manchen Fällen, ich möchte raus von diesem Haus, wo ich jetzt bin. Ich möchte weg hier. Für manche würde es sogar heißen, ich möchte mich scheiden lassen. Ich möchte mich trennen. Ja, tatsächlich, Zwilling. Und für manche, wenn das jetzt du mir sagst, das ist Arbeit, ich möchte kündigen. Sag ich es dir ganz ehrlich. Ja? Denn ich spüre bei dir schon, du hast eigentlich mehrere Möglichkeiten. Also mehrere Möglichkeiten bieten sich schon für dich an. Ja? Und egal in welchem Bereich in deinem Leben, die Möglichkeiten sind ja da. Aber, und man merkt, du willst schon eine wichtige Entscheidung treffen, aber du nimmst dir Zeit. Ja, also das ist, was ich nämlich spüre. Und wenn du mir jetzt sagst, also das spricht für mich gar nichts, dann du hast mit einer Person zu tun, die gerade dabei ist, ja, am Nachdenken, an irgendwie eine Entscheidung treffen, ja, also wenn du mir sagst, du bist das nicht, du bist das nicht, ja, also ich rede ja für dich, Zwilling, also die Legung ist ja für dich, von da aus. Ich spüre hier eine Situation von klaren Veränderungen. Klare Veränderungen, Zwilling, die man bei dir sieht. Und das ist eine starke Legung. Das ist eine starke Legung. Ich spüre hier bei dir eine klare Heilung. In Wirklichkeit, dir geht es gut. Ja? Also ich kann nicht sagen, zumindest im Monat Februar, dir geht es gut. Du bist im Frieden mit dir selbst. Dir geht es einfach gut. Ja? Und du bist schon am Nachdenken. Es gibt hier eine Person, die wirklich stark am Nachdenken ist. Und nochmals, in manchen Fällen rede ich schon, dass eine Person hier in einer Beziehung ist oder eine familiäre Angelegenheit gibt es hier schon und man möchte da raus. Ja, man möchte da raus. Man möchte von einer toxischen Situation eine Trennung machen. Sternzeichen Steinbock, bei dir auch sehr präsent. Ja, interessante Legung. Interessante Legung. Und ich habe mehrere Karten, die für eine Entscheidung dastehen. Ja? Schau mal jetzt bitte, Zwilling. Also Zwilling, deine Legung ist ja wirklich eine harte Sache heute. Also in der Mitte Ass der Stäbe. Und Ass der Stäbe hatten wir schon hinter dem Deck gehabt. Als die Karte die Liebenden und Rat des Schicksals rausgesprungen sind, hatten wir auch Ass der Stäbe gehabt. Und es ist mir wieder rausgekommen und in der Mitte. Es gibt hier eine neue Flamme, Zwilling. Es gibt hier eine neue Flamme. Es gibt eine neue Situation bei dir, die dich stark motiviert. Es gibt hier eine starke Motivation. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es gibt hier, Ass der Stäbe deutet schon für eine neue, gut, eine neue Situation, eine Person, die du eigentlich schon kennst. Also ich würde nicht sagen, dass die Person hier sich neu zeigt. Ich würde denken, die Person kennst du schon, aber ja, keine Beziehung da. Also ich würde sagen, es gibt hier keine Beziehung mit dieser Person, aber es zeigt sich hier eine starke Anziehung, eine starke, ja, Leidenschaft spürt man hier mit dieser Karte. Zwilling, das ist eine starke Karte, ja, also und in der Mitte direkt.
Was ich spüre bei dir, Ritter der Münzen, Ass der Stäbe, beide Karten reden für was Neues. Ich meine, eine neue Situation für dich. Eine neue Zukunft. In manchen Fällen sogar mit Arbeit verbunden, könnte möglich sein. Ich muss es nochmal sagen. Weil immerhin ist das Ritter der Münzen, Zwilling. Von da aus, da wir nicht alle das gleiche Leben haben, kann das natürlich für dich auch mit Arbeit zu tun haben. Dass du was Neues anfängst. Und Zwilling, es zeigt sich sehr positiv. Also es hat gute Vorzeichen für dich. Und ich habe noch nicht angefangen. Also Zwilling, deine Legung ist schon... Schau mal jetzt die Karte, die diese Karte kreuzt, ist die Karte die Sonne. Also, Zwilling, hier gibt es viel Feuer. Viel Feuer. Also das hier brennt richtig. Das ist Feuer pur. Sternzeichen Löwe ist bei dir natürlich ziemlich präsent. Das muss ich dir schon sagen. Also Sternzeichen Löwe ist hier Nummer 1 in deiner Legung. Und ich weiß, das spricht nicht für uns allen. Ja, das spricht natürlich nicht für uns allen. Aber also Sternzeichen Löwe ist hier Nummer 1. Das sage ich dir aber wirklich. Ja? Und das wirst du jetzt sehen, warum ich dir das sage. Zwilling, vorsichtig. Ich meine jetzt vorsichtig mit Sternzeichen, weil... das heißt im Prinzip für dich nicht unbedingt viel. Ja, also wir können natürlich auf den Tisch mit verschiedenen Sternzeichen zu tun haben. Und was ich dir jetzt sagen möchte, weil ich rede nur aus eigener Erfahrung. Ja, und wie ich mir schon die Situation angeschaut habe, was mit Tarot so direkt ist, es kann möglich sein, dass du in eine neue Situation oder eine neue Person viel Feuer hast, weil hier deutet sich auf eine neue Person. Also die Karte der Sonne ist keine toxische Beziehung, sozusagen. Die Karte der Sonne spricht nicht für eine toxische Beziehung, spricht nicht für eine toxische Vergangenheit. Nein. Wenn du mir jetzt sagst, Zwilling, ich hatte mit einem Sternzeichen Löwe zu tun, und aber es gab... Konflikten, dann sprich nicht für die Karte die Sonne. Die Karte die Sonne deutet auf eine neue Situation, die eigentlich mit keiner Beziehung verbunden ist. Was will ich hier damit sagen? Lass dich durch deine Intuition führen, weil in manchen Fällen kennst du eine neue Person, vielleicht Sternzeichen Jungfrau zum Beispiel oder Stier. Du kennst einen Sternzeichen Stier. Und dieses Sternzeichen Stier hat in seinem astrologischen Chart Sternzeichen Löwe. Oder viel Feuerelement. Das kannst du aber nicht wissen. Was ich hier damit sagen möchte ist, lass dich durch deine Intuition führen. Also nicht auf Sternzeichen achten. Es ist wichtig, es ist sehr wichtig. Weil es ist ja klar, dass wenn ich jetzt in einer Dreierbeziehung war, es ist ja klar, dass das mehr für eine toxische Situation spricht. Ja? Und, okay, unabhängig davon. Also was ich hier bei dir sehe, ist eine klare neue Situation. Ja? Eine klare neue Situation spüre ich bei dir. Und ich denke, die Person kennst du. Es gibt hier eine starke Anziehung. Mit dieser Person gab es aber keine Beziehung in Wirklichkeit, keine so richtige Beziehung, ernste Beziehung. Ich könnte hier mit einer Versöhnung zu tun haben, also einer Person, die sich neu versöhnen möchte. Das Wort gerade bei dir, Versöhnung, ist groß geschrieben. Ja? Eine Person, die sich mit dir versöhnen möchte, oder sonst bist du die Person, die Legung kann sich spiegeln und das können wir nicht ändern. Für manche, Zwilling, für manche könnte das sogar für ein Kind von dir reden. Also ich könnte hier
ganz deutlich ein Kind haben. Ja, ein Kind, das sich mit dir versöhnen möchte. Ja, ich sehe hier nämlich einen Altersunterschied. Es gibt hier ein Gefühl von Versöhnung, ja? Das muss ich dir schon sagen. Das ist, was ich hier sehr stark spüre. Es gibt hier ein Gefühl von Versöhnung. Es gibt hier eine jüngere Energie. In manchen Fällen nochmals rede ich für ein Kind, muss aber nicht sein. Aber ich könnte hier wirklich mit dieser Karte einen Altersunterschied sehen. In manchen Fällen mehrere Unterschiede sieht man ja hier, muss ich schon sagen. Zwilling, ich hole mir mehrere Karten als Klärung, ja? Wow, schau mal hinter den. Diesen Deck ist auch Ass der Stäbe. Ass der Stäbe wiederholt sich. Es gibt hier nämlich auch eine starke sexuelle Energie, ja? Zwilling. Wow, qué fuerte. Gibt's nicht, oder? Wow, es ist ja ein Team. Qué fuerte. Qué fuerte gibt's nicht, oder? Also, ich bin sprachlos mit deiner Legung, Zwilling. Du musst mir verzeihen, ich bin sprachlos mit deiner Legung. Es gibt hier schon mein Gefühl ist, Zwilling, dass du einen Anruf bekommen wirst. Ich wiederhole, es kommt darauf an, wie sich die Legung für dich spiegelt. Weil es kommt darauf an, ob du eine Frau bist oder einen Mann bist, ob du mehr von den Jin oder Jan hast. Es kommt ziemlich drauf an. Und das als Erfahrung weiß ich Bescheid, dass das so ist. Das heißt für dich, entweder bist du die Person, die diese Handlung machen möchte, oder du wirst nämlich angerufen, Zwilling. Eine Person macht hier einen Anruf, kommuniziert sich mit dir und eine Person möchte sich hier irgendwie versöhnen. Ja, versöhnen. Einfach so. Einfach so. Also. Zwillingssternzeichen Löwe ist also ist stark hier, also Sternzeichen Löwe ist stark hier präsent. Wow, qué fuerte. Ich bin sprachlos hier. Fuerte. Ich habe sogar Kopfschmerzen bekommen, irgendwie. Also, deine Legung ist irgendwie eine starke Legung. Also, Zwilling, der König der Stäbe habe ich dreimal auf dem Tisch. Ja? Sternzeichen Löwe überhaupt. Sternzeichen Löwe ist bei dir stark präsent. Schütze nämlich auch, aber wir könnten hier natürlich mit Sternzeichen wieder zu tun haben. Sicher. Sicher, weil der König der Stäbe natürlich auch für Sternzeichen widerspricht. Ja. Schau mal bitte, weil das ist ja nicht normal. Ja? Nochmals Ass der Stäbe. Also Zwilling, ich spüre hier eine sehr sexuelle Energie. Ja, also die Sexualität ist hier sehr stark zu spüren. Ja, also das muss ich dir schon sagen, weil einfach so ist, ja, nicht weil ich irgendwie in eine Provokation reinfallen möchte, sondern es ist einfach so, ja. Es ist einfach so. Diese starke sexuelle Anziehung ist hier nicht zu ertragen. Ich denke, weil wir hier natürlich mit einer starken Seelenverbindung zu tun haben. Ja, und das macht diese starke Anziehung, also ja, diese starke Seelenverbindung. Schau mal bitte jetzt hier. Zwilling, Februar. Also Ass der Stäbe, begleitet mit Ass der Kelche und einen König der
Stäbe. Also Feuerelement, wie du siehst. Ja? Zwilling, es gibt hier eine Person, die dich liebt. Ja. Und mit allen Sinnen. Also diese Person liebt dich mit allen Sinnen. Also das heißt, nicht nur mit Herz, sondern diese Person, ja, hat eine Schwäche für dich. Hat eine klare Schwäche für dich. Ja. Hat eine klare Schwäche, ja. Was soll ich dir hier sagen? Also, Zwilling, diese Person möchte sich versöhnen, möchte sich irgendwie versöhnen. Diese Person liebt dich, ja. Das muss ich dir schon sagen. Also diese Person hat eine, zeigt eine starke Anziehung für dich, aber diese Person liebt dich nämlich auch. Ja. Ich meine, so sieht es nämlich aus. Also, schau mal bitte jetzt hier. Die Karte die Sonne, die Karte 10 der Münzen und 9 der Stäbe. Ja. Also irgendwie ist eine Situation, die sich jetzt oft das wiederholt in manchen Fällen. Einen Zyklus, die sich oft das wiederholt. Irgendwie, es gibt hier eine familiäre Angelegenheit auch, Zwilling. Irgendwie die Familie sieht man hier in irgendeiner Art und Weise. Ja? Also, dass es irgendwie eine familiäre Situation hier gibt und... aber irgendwie ist diese Energie in eine Blockade, Zwilling. Diese Energie hier ist in eine Blockade. Diese Blockade hat mit der Familie zu tun. Mit einer familiären Situation. Ja? In manchen Fällen, Zwilling, ist die Familie natürlich, die irgendwie... eine Blockade in diese Beziehung macht, klar. In manchen Fällen, weil irgendwie, in manchen Fällen, weil du sogar einen Altersunterschied hast zu einer bestimmten Person. Oder Kinder sind hier zu sehen. Ja, Kinder. Irgendwie manche Beurteilungen. Ich sehe natürlich hier eine starke traditionelle, in manchen Fällen hat das wirklich mit einer Tradition zu tun oder mit dem Ego. Also den Ego ist hier sehr stark präsent in dieser Legung. Ja? Den Ego, also diese Erziehung, eine religiöse Erziehung oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber ich spüre hier schon eine Tradition. Ja? Irgendwie die Familie ist ein Hindernis in dieser Situation. Das ist, was ich hier spüre, Zwilling. Ich meine, immerhin habe ich diese 10 der Münzen, spricht ja natürlich sehr stark für Familie, ist in eine Blockade. Ja, ich denke, die Familie, tja, so wie das immer ist. Ja. Also anstatt zu helfen, ist ein Hindernis. Ja. So ist es. Zwilling, für manche sehe ich hier eine Person, die noch in einer Beziehung ist, natürlich. Ja, eine Person, die in einer Beziehung ist. Kinder hat und so weiter. Und irgendwie, es gibt natürlich hier eine starke Anziehung, ich sage ja nicht. Also, es gibt hier schon eine Person, die wirklich eine starke Anziehung und Liebe spürt, tatsächlich. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Aber ich sage, dass diese Person noch in einer Beziehung ist, in manchen Fällen sogar Babys gerade hat. Ich sage Babys, nicht mal Kinder, sondern dass vielleicht gerade irgendwie ein Baby auf der Welt kam. Dass irgendwie die Situation sich so kompliziert zeigt, dass deswegen die Person eigentlich sich nicht trennen kann. Wegen einer familiären Situation, einer familiären Angelegenheit. Und das spricht nicht für alle.
So ist es. Schau mal bitte in deine Unbewusstheit. As der Schwerter. Ich habe mittlerweile As der Schwerter, As der Kirche, As der Stäbe. Die Nummer 1111 ist bei dir schon zu sehen. Ne? Also Zwilling, die Nummer 1111 ist eine wichtige Nummer. Und du kannst diese Nummer über Internet als Engelnummer suchen. Es gibt eine wichtige Botschaft. Wir reden schon über Seelenpartner, natürlich. Ja? Und du weißt, wer diese Person ist, weil das musst du spüren, das musst du fühlen. Ja? Also es ist nicht so, dass du es nicht weißt. Oder da, nee, du musst das spüren und fühlen. Wenn du das fühlst, ja, dann ist das. Genau. As der Schwerter begleitet mit zwei der Kelche und eine Königin der Münzen. Königin der Münzen, du siehst Sternzeichen Jungfrau, Steinbock und Stier ist bei dir sehr, sehr präsent, nämlich auch. Natürlich sehe ich hier nochmals eine Mutter, ja. Eine Mutter oder ein Vater, eine Person, die Kinder hat, weil wir reden ja nur über Energien. Aber hier zeigt sich sehr viel Stabilität in dieser Energie. Sehr viel Stabilität und sehr viel Reichhaltigkeit zu spüren. Eine starke Seelenverbindung gibt es hier. Und irgendwie eine Kommunikation spüre ich hier. As der Schwerter, es kommt irgendwie eine Wahrheit ans Licht. Irgendetwas erfährt man, irgendeine Wahrheit kommt hier ans Licht, irgendeine Entscheidung trifft man hier. Und doch über Entscheidungen bei dir rede ich die ganze Zeit, Zwilling, ja, die ganze Zeit. Es gibt hier schon eine klare Situation bei dir, die mit dem Schicksal zu tun hat. Und das kann man gar nicht verändern. Es ist sehr interessant, wie die Kombination von Karten bei dir ist, ja. Schau mal bitte jetzt hier. In deinem Bewusstsein, die Karte der Magier, die Karte der Turm und die Karte der Wagen. Also Sternzeichen Krebs, Skorpion, Zwilling wie du, Jungfrau. Diese sind die Sternzeichen, die ich hier sehe. Ja. Es gibt nochmals hier eine Manifestation von Gedanken. Also ich spüre hier, eine Person möchte wirklich Veränderungen hier. Es gibt hier eine klare Manifestation von Gedanken. Ja. Eine Person möchte Veränderungen, eine Person möchte die irgendwie eine bestimmte Situation verlassen, also ich möchte gehen, ich möchte diese Situation verlassen, also ich rede nochmals, Zwilling, wenn wir hier mit einer familiären Situation zu tun haben, was du möchtest, ist dich von dieser Situation distanzieren oder entfernen. Du möchtest auf jeden Fall raus, das ist, was ich hier spüre. Du möchtest da raus. Nochmals, in manchen Fällen, von einem Gebäude, von einem Haus, einem Eigentum. Du möchtest eigentlich daraus, in manche Fälle umziehen, ja. Es gibt hier eine Reise, ja, es gibt hier in manche Fälle eine Reise. Wichtige Gespräche, würde ich auch sagen, also ich sehe bei dir im Monat Februar wichtige Gespräche mit einer Person. Diese wichtigen Gespräche, die ich hier sehe, wirst du nicht nur mit diesem Wunschpartner, sondern in manchen Fällen mit einer Mutter, wenn das jetzt direkt deine eigene Mutter ist, oder sonst diese Langzeitbeziehung, also ich denke, du wirst hier wichtige Gespräche mit einer wichtigen Person für dich haben. Es kommt auf deine Situation drauf an, weil diese Person, diese Königin der Münzen, für dich kann sogar deine eigene Mutter sein oder deinen eigenen Vater. Könnte möglich sein. Oder deine Ehefrau oder Ehemann. Es kommt ziemlich drauf an. Ja? Oder nochmals, einen Ex. Einen Ex, der in deinem Leben noch erscheint, ja. Du wirst mit dieser Person, und es kommt darauf an, wie deine Situation aussieht, du wirst mit dieser Person im Monat Februar, in manchen Fällen sogar Ende Januar,
wichtige Gespräche haben. Ja? Wichtige Gespräche haben, weil du eine wichtige Entscheidung für dich treffen möchtest. Und das ist klar, das ist deutlich. Das ist deutlich. Zwilling. Das ist deutlich. Ich habe drei wichtigen großen Arkana zusammen und die drei Karten sagen zu mir, wir reden hier über klare Veränderungen für dich. Klare Veränderungen, die nicht unbedingt leicht sind. Ja? Diese Veränderungen sind nicht leicht, aber nötig und wichtig. Und das wird für dich sehr, sehr wichtig und gut sein. Ja? Schau mal bitte jetzt hier. In deiner Vergangenheit habe ich einen König der Münzen. Du siehst ja, ich habe nämlich einen König und eine Königin der Münzen. Diese Person hier ist für dich, wie für mich, eine ganz andere Person. Also es muss nicht für eine Langzeitbeziehung da sein, es muss nicht für einen Wunschpartner da sein, auch nicht für deine Mutter, für deinen Vater, es kommt drauf an. Die Person ist für dich eine wichtige Person auf jeden Fall. Und du musst wissen, wer die Person ist. Ja, weil spricht für uns allen anderen, an eine andere Person. Aber diese Person zeigt hier sehr viel Stabilität. In manchen Fällen nochmals, könnte für deine eigene Mutter reden oder Vater. Und es kommt, wie gesagt, drauf an. Einen Ex oder eine Langzeitbeziehung, ja. Ja. Diese Energie zeigt sich hier nochmals in deiner Vergangenheit. Die Gerechtigkeit und Acht der Münzen. Wow. Also ich spüre hier auf jeden Fall, wie ich dir gesagt habe, eine klare karmische Situation mit einer Person. Die Gerechtigkeit zeigt sich nochmals hier. Es gibt eine Lektion zum Lernen, Zwilling. Es gibt hier wirklich eine Lektion zum Lernen. Und ich denke, für manche werden alles jetzt Mögliche machen, irgendwie um eine Situation zu klären. Ja, ich denke, wir haben hier mit einer Klarheit, eine Klärung, von eine Lösung, würde ich sagen. Eine Lösung in eine Situation. Diese Lösung würde bei manchen so aussehen, dass man sagt, ich lasse mich scheiden. Tatsächlich. Ja. Für manche könnte das eine Lösung sein, eine Trennung. Ja, ich meine, es ist ein König der Münzen, ich habe Ritter der Münzen, in manchen Fällen könnte das für Arbeit reden, dass man sagt, ich kündige. Könnte nämlich auch sein. Ich habe hier viele Münzen bei dir, aber ich habe gemischte Gefühle. Wir könnten natürlich hier mit einer klaren familiären Situation zu tun haben, natürlich. Ja. Und dass man sagt, ich möchte jetzt doch diese Veränderungen haben. Ich möchte es jetzt doch machen. Es ist mir egal, wie viel Zeit ich jetzt dafür nehme, wie viel Geld ich da ausgeben muss. Also es ist mir jetzt egal, ob ich die Person ja, viel Geld bezahlen muss. Oder ja, weil du weißt, wie das ist, wenn man sich scheiden lässt oder eine Trennung gibt. Man muss natürlich diesen Eigentum, Finanzen teilen. Es kommt zu einer Verteilung, ja, von dem. Und das ist ja logisch, ja, es ist normal. Es gehört sich auch so. Und die Sache ist, eine Person ist hier jetzt vorbereitet dafür, so ungefähr. Also ich werde jetzt, mir ist egal, wie viel ich bezahle dafür, was ich von Geld verliere, wie viel Geld ich verlieren werde dabei, aber ich möchte diese Situation jetzt durchziehen. So ungefähr, ich möchte mich jetzt doch endlich mal trennen. Ich möchte mich endlich mal trennen, scheiden und überhaupt. Ich möchte mit dieser Person nicht mehr zu tun haben. Ich möchte endlich mal den Kontakt oder das, was uns verbindet, ja. Also das, was mich mit dieser Person verbindet, möchte ich endgültig jetzt lösen. Ja, ich möchte keine Verbindung mehr zu dieser Person. Egal, was mir das kostet. Ja, das Gefühl bekomme ich hier.
Das Gefühl bekomme ich hier. Es gibt hier eine klare Trennung, und es zeigt sich bei jeder von uns anders, aber es gibt hier eine klare Trennung. Eine klare Trennung, eine klare Scheidung. In manchen Fällen bekommst du sogar juristische Kommunikation. Ja, juristische Kommunikation, wo du natürlich auch, das kostet alles Geld, es ist logisch. Aber wie gesagt, das Gefühl, was ich hier habe, ist, mir ist egal. Ich werde, ja, also egal wie viel Geld ich jetzt hier dabei verlieren kann, oder ich werde hier endgültig eine Trennung, einen Schluss mit einer Person machen. Weil in meinem Leben eine neue Person ist. Ich bin verliebt, ja, Zwilling, also ich denke, du bist verliebt. Es gibt eine neue Flamme für dich, da ist da, und du bist verliebt. Und du möchtest in manchen Fällen diese Maske ausziehen, oder in manchen Fällen, ich meine, es gibt hier eine Person, die irgendwie aus irgendeinem Grund eine Maske trägt, ja? Weil der König der Stäbe mit der Maske da ist nicht umsonst. In manchen Fällen, nochmals, weil ich denke, es gibt hier diese familiäre Situation, familiäre Angelegenheit, und eine dritte Person sieht man hier natürlich auch. Ja. Ich denke, darum geht es ja hier. Weil man kann sich noch nicht so offenbaren, man kann sich nicht so zeigen noch. Oder ja, also es gibt hier eine Wahrheit, die noch ans Licht kommen muss. Ja, das ist, was ich hier spüre. Eine Wahrheit muss hier noch ans Licht kommen. Eine Wahrheit muss hier noch ans Licht kommen. Das ist, was ich hier spüre. Diese Wahrheit ist noch nicht so, es ist noch nicht deutlich. Ja? Schau mal bitte in deine Zukunft. Die Karte der Hierophant. 10 der Münzen und 3 der Münzen. Also, Zwilling, das ist für mich Familie pur. Also, hier habe ich mit der Familie zu tun, aber pur. Das ist null Zweifel, habe ich hier. Null Zweifel. Also, wir haben hier bei dir mit einer klaren familiären Situation. Und in manchen Fällen, Zwilling, das verhindert dich in irgendeiner Art und Weise. Was ich natürlich sehe, Zwilling, ist schon diese wichtigen Gespräche, die du haben wirst mit manchen Menschen von deiner Familie. Und wie ich dir gesagt habe, es kann über deine direkte eigene Mutter reden oder deinen eigenen Vater. Ja, also du wirst wichtige Gespräche mit diesen Menschen haben. In manchen Fällen, Zwilling, ich sehe hier deutlich einen Eigentum. Es kommen mehrere Karten hier bei dir, was mit einem Eigentum zu tun hat. Einen Erbe in manchen Fällen. Ja, einen Erbe irgendwie. Du bekommst juristische Kommunikation im Februar auch, was mit dieser Situation zu tun hat, mit diesem Erbe, mit diesem Eigentum. Denn in manchen Fällen, es gibt hier eine klare Manipulation durch diese Eigentum. Es gibt hier eine klare Manipulation durch diesen Eigentum, Zwilling. Du wirst wissen, was das für dich heißt. Das kann ich nicht wissen. Aber du wirst wissen, was das für dich heißt. Es gibt hier eine klare Manipulation wegen einem Eigentum. Es gibt hier eine klare Lektion zum Lernen, Zwilling. Wir können uns nicht manipulieren lassen. Durch die Familie. Die Familie sind Menschen, die wir in diesem Leben mit uns einen Karma auch lösen sollen. Ja? Sind Menschen, die wir von anderem Leben kennen. Verträge, die wir für diesem Leben gemacht haben mit diesen Menschen. Und wir haben mit denen einfach eine karmische Situation hier zu klären. Ja? Es heißt für mich nicht, dass meine Familie, egal ob was die gegen mich machen, muss ich bei der Familie irgendwie, es ist wirklich nicht, tut mir leid, ja. Also die Familie, wenn die Familie dich liebt, zeigt dir das auch, ja. Und Liebe zeigt sich ganz anders als mit Manipulation, ja. Wenn mich meine Familie
denkt, dass, weil die Familie ist, ich das ausnutzen kann. Ja? Ich kann das ausnutzen, ich bin die Familie, ich nutze das aus. Damit ich kann dich manipulieren, ja, mit wegen Finanzen, wegen Geld. Also vorsichtig, Zwilling, ja. Vorsichtig. Keine Ahnung, was das ist, aber das zeigt sich nämlich so. Vorsichtig. Ich meine vorsichtig, ob das überhaupt mit Finanzen hat, zu tun hat, mit Geld zu tun hat, wer hier irgendwie, also das Gefühl wäre bei mir jetzt gerade, Zwilling, dass dir im Februar oder sogar Ende Januar egal sein wird, wie viel Geld du jetzt hier verlierst oder nicht. Für dich ist deine Freiheit wichtig. Für dich ist, dass du frei bist, ja. Das ist wichtig für dich. Ich spüre hier wichtige Gespräche im Monat Februar für dich. Sehr wichtige Gespräche mit wichtigen Menschen in deinem Leben. Weil ich rede natürlich über deine direkte eigene Familie. So, nicht mehr und nicht weniger. Ja? Und nein, das ist nicht Arbeit. Das ist Familie. Das ist natürlich Familie. Ja? Und wenn du verheiratet bist, spricht das natürlich für deine Ehefrau oder Ehemann. Ja, natürlich. Du musst wissen, was das für dich ist. Und sonst spricht das wirklich für deine eigene Mutter, deinen eigenen Vater, deine Schwester, deinen Bruder, etc. etc. Ja? Aber diese wichtigen Gespräche sind da. Genau. Dass ich diese Gespräche positiv sehe, ich sehe diese Gespräche positiv. Ja? Also die Gespräche sieht man positiv. Man kommt schon zu einem Verständnis hier, also ich spüre hier schon wichtige Gespräche vom Herz zu Herz und dass man irgendwie in Harmonie ist. Also ich spüre keinen Stress hier eigentlich. Ja? In manchen Fällen, man dachte vielleicht, dass das Stress geben würde. Es gibt keinen Stress, Zwilling. Wenn du wirklich mit deiner Familie reden musst, es wird überhaupt keinen Stress geben. Ja? Vielleicht dachtest du, dass das für dich einen großen Stress bedeuten würde. Es gibt keinen Stress. Weil manchmal ist das so, man macht sich schon von vornherein schon Gedanken. Gedanken, die am Ende nicht mit der Wahrheit zu tun hat. Ja? Ich würde sagen, bei dir, Zwilling, es kommen wirklich wichtige Gespräche im Monat Februar. Für dich werden die wirklich sehr, sehr wichtige Gespräche sein. Und man kommt schon zu einem Ergebnis dabei raus. Für mich handelt es sich um Geld, um Finanzen, Geld. Ja? Wenn wir über eine Scheidung reden, also wenn das jetzt eine Scheidung oder eine Trennung für dich ist, es gibt hier wichtige Gespräche, was mit dem Eigentum, mit Finanzen, mit Geld zu tun hat. Das Typische, ja. Schau mal bitte, Zwilling, in deine Gefühle habe ich die Karte der Mond, nochmals die Karte der Magier und die Karte der Magier zusammen. Zwilling, die Karte der Magier und der Mond. Das Gefühl ist, entweder spürst du das oder fühlst du das, also du wirst richtig manipuliert. Ja? Oder du manipulierst, eine von beiden. Ich habe sie ja gesagt, also es kommt darauf an, natürlich, wie es für dich spricht. Aber was ich hier spüre, ist klare Magie, also hier haben wir wirklich deutlich mit Magie zu tun. Und wenn du mir sagst, ich glaube an solche Sachen nicht, man spricht hier wirklich deutlich für negative Energien. Negative Energien. Zwilling, wie weißt du, dass du das hast, wenn du mir sagst, ich kann nachts nicht schlafen? Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe schlaflose Nächte, ich kann nicht schlafen, ich bin sehr unruhig, ich habe ganz komische Träume. Also ganz, ganz komische Träume. Ja, also, und manche Träume machen mich sogar Angst. Also ich werde ständig wach in der Nacht, ich kann nicht schlafen.
Es gibt hier deutliche, klare Manipulation, Zwilling, das muss ich dir wirklich sagen. Du wirst, das musst du gespürt haben, und wenn nicht, dann spricht das natürlich nicht für dich, weil das hier muss man spüren. Ja, Zwilling, das hier muss man spüren. Also wenn du mir jetzt sagst, ich spüre das nicht, dann spricht das hier nicht für dich. Aber hier rede ich über klare negative Energien, die dich manipulieren wollen. In manchen Fällen rede ich hier schon über schwarze Magie, tatsächlich. Ich habe hier eine klare, eine ganz dubiose Person. Sternzeichen Zwilling bei dir, stark präsent. Sternzeichen Zwilling oder Jungfrau. Ja. Es gibt hier ein klares Gefühl von Magie, von schwarzer Magie. Ich kann es dir wirklich, also Zwilling, ich sage es dir nicht als Provokation, ja. In manchen Fällen kann ich dir ja eine Sache erklären. Also in manchen Fällen, du hast mit dieser Person schon bestimmte Verträge in einem anderen Leben abgeschlossen. Und schau mal, Zwilling, diese Person kann eine Person direkt mit deiner Familie zu tun haben. Also in manchen Fällen, wir suchen immer draußen, ja, so ungefähr, ah, das ist ja meine Nachbarn. Mein Nachbarn, der mag mich nicht. Oder, nee, nee, das ist der, der, nee. In manchen Fällen brauchst du gar nicht so weit weg zu suchen. In manchen Fällen hast du es direkt in deine Familie. Das hört man nicht so gerne. Ja, das will man nicht gerne hören. Aber das ist die Realität. Ja, das ist die Realität. Das ist die Wahrheit. Ja. Also es gibt hier manche Verträge, die du schon in einem anderen Leben mit einer bestimmten Person abgeschlossen hast. Du kennst diese Person, weil möglicherweise, wenn du also in dem gleichen Raum mit dieser Person zusammen bist, du spürst ein ganz komisches Gefühl. Du spürst ganz komisch. Ja, ich weiß nicht, ob dir das hilft. Aber du musst ganz komisch spüren. Irgendwie so ein Gefühl von, ich muss hier raus, mir geht es nicht gut, ich ja. Also, es gibt hier eine Person, die dich deutlich manipuliert, Zwilling. Ja? Und das musst du doch endlich mal spüren können. Egal wer die Person ist, von mir aus kann sogar deine eigene Mutter sein. Aber es gilt nicht alles, ja? Es gilt nicht alles. Ja? Natürlich spricht auch für einen, in manchen Fällen für einen Ex oder eine Langzeitbeziehung. Du musst wissen, wer die Person ist. Ja. Es gibt hier eine deutliche, dubiose Energie. Das kann ich dir nur anders kann ich dir das nicht sagen. Es gibt hier eine klare, dubiose Energie. Ja. Und ja, ich sage es dir, also hier sehe ich Magie, schwarze Magie. Und wenn du mir sagst, das spricht nicht für mich, das ist super so, weil dann spricht tatsächlich nicht für dich. Und das ist perfekt so. Aber nochmals, wenn du dich müde fühlst, morgens nicht aufstehen willst oder kannst, keine Motivation spürst, wenn du das Gefühl hast, also Gefühl nicht, wenn du nachts ständig wach wirst, und irgendwie nicht schlafen kannst. Oder du ganz komische Träume hast. Ganz komische Träume. Sogar Träume, die dir Angst machen. Wo du wach wirst, weil du Angst bekommst. Wenn du das Gefühl hast, nochmals, du hast gar keine Motivation für nichts. Du willst auch irgendwie nicht raus. Wenn du irgendwie so komische Gefühle hast, sogar es läuft eine bestimmte Sache bei dir nicht. Zum Beispiel in der Liebe läuft nicht. Oder es läuft irgendwie in den Finanzen manchmal auch nicht, ja. Also Zwilling, glaube mir. Ja. Ich habe ein Video über Hexereien auch hochgeladen. Ich meine, es ist ein langes Video, sehr ausführlich, aber
Es kann natürlich ein bisschen müde machen, ja, weil es einfach zu lang ist, aber es hilft schon. Es hilft schon in Wirklichkeit schon. Wenn man das bis zum Ende schaut und das wirklich durchzieht und macht, es hilft schon sehr, ja. Weil eigentlich Menschen können dich ständig mit negativen Energien manipulieren wollen. Also diese Situation kann sich immer weiterhin ergeben. Das können wir ja nicht vermeiden, ja. Gerade sehe ich die Nummer 12, 12 in meiner Uhr. Das spricht für die Karte der Gehängter, Sternzeichen Fische. Und es gibt hier schon ein Gefühl von Veränderung. Man möchte eine Veränderung, das, was man hier spürt. Es gibt hier ein Gefühl von Stillstand, ja, und Abstand und ja. Also, Zwilling, wie gesagt, diese Situation hier kannst du nicht ändern, kannst du auch nicht verändern. Was du auch nur machen kannst, ist dich schützen und dich weiterhin heilen. Und natürlich sehr empfehlenswert ist, wenn du weißt, wer die Person ist, egal wer die Person ist, dass du Abstand nimmst. Ja, natürlich. Und wenn du sagst, ich musste diese Person vielleicht fünfmal in der Woche besuchen, wenn du das einmal nur machst, das reicht auch. Ja, also versuche diesen Kontakt so beschränken wie möglich. Ist das, was ich dir empfehle? In manche Fälle, Zwilling, du weißt das. Die Intuition sagt zu dir, dass du manipuliert wirst. Deine Intuition sagt zu dir, dass du manipuliert wirst. Schau mal bitte jetzt, was du von außen anziehst. Also vier der Münzen, fünf der Münzen und eine Königin der Kelche. Königin der Kelche, Wasserelement. Wie du gesehen hast, gerade habe ich Sternzeichen Krebs. Ist sehr präsent bei dir, Sternzeichen Krebs. Sternzeichen Fische, nämlich auch Skorpion auch. Also Wasserelement ist bei dir schon präsent. Es gibt hier eine Situation, die man nicht loslassen möchte. Das Gefühl ist da. Man will hier nicht loslassen. Man fühlt sich traurig, allein in manchen Fällen. Und man möchte hier eine Person nicht loslassen, ja. In manchen Fällen, man bereut hier auch eine bestimmte Situation. Und das ist, was man hier spürt. Ja. Ja. Also eine Person fühlt sich irgendwie allein und jemand möchte hier nicht loslassen. Das ist, was ich hier spüre mit dieser Kombination von Karten. Und du siehst ja, genau, du siehst ja, Zwilling, dass wir hier schon mal zwei Königinnen haben, ja? Königin der Münzen, Königin der Kelche. Also vor Münzen und Wasser. Es können auch zwei Männer sein, weil wir reden ja nur über Energien. Von da aus kann eine Frau wie ein Mann sein. Genau, und dann König der Stäbe und König der Münzen. Wieder aber auch zwei König, ja? Also du siehst ja, was ich meine. Genau, ich habe hier nochmals die Königin der Münzen. Ziemlich interessant. Zehn der Kelche und die Karte der Eremit. Sternzeichen Jungfrau, Zwilling. Sternzeichen Jungfrau ist bei dir sehr, sehr präsent. Aber das hier spricht schon für eine Langzeitbeziehung, für eine Vergangenheit, für die Mutter deiner Kinder, für den Vater deiner Kinder. Und diese Energie zeigt sich hier. Diese Energie zeigt sich hier. Ich sehe hier natürlich einen Seelenpartner, aber du weißt, wie das ist, Zwilling. Du weißt, wie das ist. Also Seelenpartner heißt aber nicht, dass ich mit dieser Person mein ganzes Leben bleiben soll, wenn du ein komisches Gefühl dabei hast. Oder wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, wenn du irgendwie was Neues möchtest, was anderes möchtest. Ja, ich sehe hier eine Langzeitbeziehung, einen Ex in manchen Fällen schon. Die Karte der Eremit schaut nämlich auch auf zu dieser Vergangenheit. Ja, es gibt hier eine starke Seelenverbindung zu einer Person. Ich sehe hier Kinder, Familie etc. Und diese Energie zeigt sich hier. Und du siehst ja, ich habe zwei Königinnen nochmals.
Königin der Münzen, Königin der Kelche. Es gibt hier diese Situation. Eine Vergangenheit und in manchen Fällen eine neue Person. Und eine klare Manipulation. Eine klare Manipulation und eine klare Manifestation von Gedanken. Zwilling, also ich denke, du manifestierst sehr, sehr intensiv mit deinen Gedanken. In manchen Fällen, du machst ja manchmal nichts anderes, als an diese, an eine bestimmte Person zu denken. Du träumst mit einer Person. Du manifestierst ständig diese Person mit deinen Gedanken. Das Gefühl ist, dass eine Person hier nicht loslassen kann. Schau mal bitte jetzt als Ergebnis. Ergebnis habe ich die Karte die Sonne begleitet mit der die Karte die Kraft und einen Hierophant. Also deine Legung ist ernst. Also so würde ich das bezeichnen. Deine Legung für den Monat Februar, Zwilling, ist ernst. Ja? Also du wirst Klarheit auf jeden Fall bekommen. Du bekommst Klarheit. Ich spüre bei dir eine Entwicklung in deinem Prozess. Ja, es gibt hier schon eine klare, deutliche Entwicklung. Ich habe in deinem Ergebnis der Hierophant und als Zukunft der Hierophant. Also der Hierophant ist ein wichtiger, großer Arkana. Wir könnten sogar sagen, das Universum ist bei dir präsent. Ja. Sternzeichen Stier übrigens, aber hier habe ich eine Führung, eine göttliche Führung, Zwilling. Es gibt hier eine klare Führung. Der Hierophant ist eine sehr wichtige Karte. Natürlich spüre ich hier sehr stark diesen Ego, das muss ich dir schon sagen. Diesen Ego ist natürlich da. Sternzeichen Löwe. Sternzeichen Löwe bei dir, sehr präsent. Sternzeichen Stier, sehr präsent sogar. Diese zwei Sternzeichen sind bei dir sehr präsent. Stier und Löwe. Außer die, die ich dir jetzt gesagt habe. Es gibt hier Klarheit. Du wirst den Mut haben, also ich denke im Monat Februar, Zwilling, du wirst den Mut haben, diese wichtigen Gespräche zu haben mit wichtigen Menschen in deiner Familie. Du wirst den Mut haben, du wirst die Kraft und für manche Veränderungen, du wirst diese Kraft haben und den Mut, eine Veränderung in deiner Situation durchzuführen. Du wirst die Klarheit dafür haben, diese Leidenschaft und diese Lust. Es gibt hier eine klare Sache von neuen Anfängen. Zwilling, ich spüre auf jeden Fall, dass deine Legung sehr wichtig ist. Ja? Das muss ich dir ehrlich sagen. Es ist wichtig, weil ich spüre hier diese familiäre Angelegenheit und diese klare Veränderungen in deiner Situation. Du wirst auf jeden Fall den Mut dafür haben und die Kraft haben. Das wirst du, weil du hast die Karte, die Kraft. Ja? Du wirst natürlich manche Veränderungen durchführen, egal was anderen jetzt sagen werden. So ungefähr, ja, ich komme von einer wirklich religiösen Erziehung. Ich habe wirklich eine starke traditionelle Familie. Ich habe mich jetzt immer angepasst oder anpassen müssen, weil das sich einfach so gehört, weil so habe ich das auch gelernt. Von meinen vorherigen Generationen hat man das einfach so weitergeleitet und das gehört sich so. Aber ich denke, Zwilling, du hast jetzt gespürt, dass das auch nicht ganz die Wahrheit ist. Ja? Das ist das, was dir gesagt wurde. Das ist das, was du von deiner Familie gelernt hast und dir gesagt wurde. Aber das spricht für dich gar nichts. Das bist nicht du. Ja? Das bist nicht du. Was du möchtest, ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Und das wirst du ab dem Monat Februar durchführen. Ja? Egal, was die anderen sagen. Egal, was deine Familie sagt. Du wirst den Mut und die Kraft haben, diese Veränderungen durchzuführen.
Du wirst, es gibt hier ein Gefühl von glücklich. Also du wirst glücklich sein, Zwilling. Du wirst glücklich sein. Du wirst glücklich sein, Zwilling. Also das ist, was ich hier sehr stark spüre, ja. Also gerade sehe ich die Nummer 222 in meine Uhr. Wieder eine sehr wichtige Nummer, Zwilling. Die Nummer 222, ich sehe hier natürlich eine wichtige Entscheidung. Es ist ja logisch. Also schau mal bitte jetzt, Zwilling, ja. Also es ist wirklich nicht umsonst gewesen, ganz am Anfang, dass diese zwei Karten rausgerutscht sind. Es ist nicht umsonst gewesen. Wir reden hier über den Schicksal für dich. Es gibt hier eine klare Bestimmung. Es gibt hier Seelenpartner und eine wichtige Entscheidung zu treffen. Du warst natürlich in einer sehr starken karmischen Situation, Zwilling, in diesem Punkt von deinem Leben. Ja, wo wir jetzt auf diesen Punkt gekommen sind, du musst doch schon erkennen, wer ist wer hier. Wer ist die karmische Beziehung? Wer ist die Person, wo du dich nicht wohlfühlst? Wer ist die Person, die dich manipulieren möchte? Wo fühlst du dich nicht wohl? Wo willst du raus? Welche Entscheidung willst du treffen, Zwilling? Und nicht vergessen, es muss eine Korrespondierung geben. Ja, also du kannst mir aber auch jetzt nicht sagen, ja, die Person, die ich liebe, ist in einer Beziehung. Weil dann fangen wir schon mal schlecht an, Zwilling. Ja, dann fangen wir schon mal schlecht an, weil dann bist du verkehrt. Du bist verkehrt da. Also du kannst mir nicht sagen, dass die Person, die du liebst, in einer Beziehung ist und dass du da irgendwie wartest, weil du verliebt bist in diese Person. Dann sind wir jetzt schon mal schlechter. Ja. Weil dann bewirkst du ja nur weiterhin Karma. Was ich hier spüre bei dir, hat mit keiner toxischen Situation zu tun. Also das heißt, wenn du in einer Person verliebt bist, die Person ist ledig. Ja? Und dann würde diese Legung für dich in Resonanz kommen. Wenn du mir sagst, die Person, die ich liebe, ist in einer Beziehung, dann bist du verkehrt. Ja? Weil du bewirkst damit nur Karma. Weiterhin Karma. Und das heißt, du bist immer noch nicht vorbereitet für eine bestimmte Situation. Das ist das, was heißen würde, ja. Du bist noch nicht vorbereitet für eine bestimmte Situation. Und du musst mit dir weiterhin weiterarbeiten, weiterlernen. Dafür sind wir ja alle da. Wir sind alle am Lernen, ja. Wir sind alle am Lernen. Was ich hier aber spüre, ist, dass du schon weißt, wer ist wer hier. Ja, das weißt du schon mittlerweile. Weil ich habe hier eine klare, also ich habe hier mit einer göttlichen Führung zu tun, Zwilling. Das ist eine klare göttliche Führung. Das ist eine starke, besondere Lesung, was ich hier habe. Und für mich gerade ist die stärkste Legung, die ich im Februar jetzt gemacht habe. Denn du musst jetzt verstehen, diese zwei Karten sind automatisch rausgeflogen. Es ist nicht selbstverständlich. Ja, du hast eine wichtige Entscheidung zu treffen, Zwilling. Wie soll ich dir das sagen? Und das weißt du nämlich auch. Also mach das. Weil sonst können die Veränderungen viel dramatischer aussehen. Die Karte der Turm ist bei dir zweimal. Entweder machst du das oder sonst ist das Universum natürlich dabei und dann sieht es etwas anders aus, ja. Wenn das Universum da die Veränderungen verursachen muss, sieht nämlich etwas dramatischer aus, nicht angenehm. Es ist anders, wenn du die Entscheidung triffst. Du musst hier eine wichtige Entscheidung treffen. Egal wie die Situation aussieht, sage ich dir ganz ehrlich. Denn schau mal bitte, welche Karten ich hier habe. Zweimal der Hierophant. Und das ist eine extrem wichtige Energie. Wir reden praktisch über eine göttliche Führung. Ja, es gibt hier eine klare Bestimmung, die du mit einer Person hast.
Und du siehst ja, welche Sternzeichen sich am meisten zeigen, aber es muss nicht für dich so direkt reden. Ja, aber Zwilling wie du, sehr präsent. Löwe, wie du siehst. Stier, stark präsent. Ja, und dann Wasserelement. Die Sache ist, wir reden hier über viel Kraft, viel Mut, gute Vorzeichen. Also ich spüre hier gute Vorzeichen für dich. Ich sehe dich glücklich. Ja, so einfach sage ich dir das, Zwilling. Ich sehe dich glücklich. Du wirst glücklich sein. Ja. Das sage ich dir wirklich ganz ehrlich. Du wirst glücklich sein. Du wirst glücklich sein. Wow, was eine Legung du hier hast. Was für eine Legung und Zwilling bei dir nochmals. Was man sehr stark spürt, ist diese familiäre Situation, familiäre Angelegenheit. Wenn ich dir ehrlich bin, ich sehe neue Kompromisse für dich. Ja? Also ich sehe schon neue Kompromisse, neue Beziehungen, neue. Ich spüre hier bei dir eine wirklich wichtige Legung. Schau mal, wir holen uns jetzt eine Karte von diesem Wunsch-Orakel. Ja, schauen wir mal, was uns empfehlen möchte. Wow, Zwilling. Ich weiß nicht, wie du mit dieser Energie kommst, zurechtkommst. Ja? Aber wow. Und du siehst, die Karte, die Sonne zeigt sich bei dir zweimal. Ja? Vollmond in der Jungfrau. Handle inspiriert. Vollmond in der Jungfrau. Stark, oder? Stark. Dieses Sternzeichen ist bei dir sehr, sehr präsent. Ich werde die Karte jetzt lesen. Natürlich. Ist mir lieber. Augenblick, bitte. Gefolgt. Ist in diese Seite 119. Also praktisch 911 ist eine Nummer, diese 119, 911 ist eine Nummer, die auf vorsichtig uns sagen möchte. Also vorsichtig heißt diese Nummer am Ende. Kann man auch über Internet als Engelnummer suchen, die Nummer 911. Also diese Karte knistert vor Göttin Energie und erinnert dich daran, dass es zwar wunderbar ist, hochfliegenden Träumen nachzuhängen, dass es aber ebenso wichtig ist, sich durch inspiriertes Handeln zu erden. Besprich dich mit dem Himmel, doch unternimm praktische Schritte hier auf Erden. Ziehe die Energien des Göttlichen zu dir herunter, indem du etwas so Triviales anfertigst wie eine Liste dessen, was du erledigen musst, um deine Träume in der Wirklichkeit zu manifestieren. Sei dir außerdem bewusst, dass du deine Träume zu 100% wert bist. Entledige dich alle Zurückhaltung, jeglicher Kritik und sämtlicher Zweifel im Nachhinein, in Bezug auf dich ebenso wie im Hinblick auf andere Menschen. Finde ein Gleichgewicht zwischen grandiosen Träumen und deren praktischer Durchführbarkeit. Es ist wichtig, dass wir von der Realisierbarkeit unserer Träume überzeugt sind. Doch ebenso bedeutsam ist es, praktische Schritte für ihre Umsetzung zu unternehmen. Die Energie dieser Karte wird dir helfen, dich mit der Wirklichkeit zu verbinden. Gib Tee, Baumöl in deine Duftlampe, sitze bequem und schließe sacht die Augen, rufe Ceres herbei, die Göttin der Ernte und jeglicher Art von Fruchtbarkeit, die auch für die Liebe eine Mutter
zu ihren Kindern steht. Bitte, bitte, Ceres, um die Großzügigkeit, deine Träume wahr werden zu lassen. Ich vergebe mir alles, ich tue mein Bestes. Am besten wirkt deine Magie, wenn der Mond in der Jungfrau steht oder an einem Mittwoch oder während der Merkurstunde. Vollmond in der Jungfrau ist dann, wenn sich die Sonne in den Fischen und der Mond in der Jungfrau befinden. Wow, wow, wow. Die Sonne in den Fischen ist nämlich März. Ende Februar, März. Eine interessante Karte. Eine sehr interessante Karte, Zwilling. Schau mal, zunehmender Halbmond im Wassermann. Vertraue dem Universum. Wow, wow, wow. Also eine wichtige Karte, Zwilling. Vertraue dem Universum. Ich bitte dich. Ich bitte wirklich dich, ja, dass du das machst, weil wir haben bei dir, das Universum ist hier, direkt bei dir auf dem Tisch. Vertraue dem Universum. Zunehmender Halbmond in Wassermann. Ja, wir sind schon in einigen Tagen in die Sonne in Wassermann. Ne? Also, Zwilling, was soll ich dir hier sagen? Was ich dir schon nicht gesagt habe. Also ich bin mit deiner Energie für den Monat Februar sprachlos. Ja? Also das muss ich dir schon sagen. Ich bin mit dieser Energie sprachlos. Ja? Ich spürte, dass wir nicht allein sind. Ich spürte, dass wir irgendwie einen Engel, ich meine, einen Engel ist immer bei uns. Ja? Aber hier hat man wirklich voll gespürt, dass diesen Engel da rein irgendwie diese Karten rausgeholt hat, ich habe das Gefühl hier sehr stark, dass wir diese Hilfe bekommen haben, um dir eine sehr wichtige Sache zu sagen. Ja, also, trau dich, ja, habe den Mut, und den Mut wirst du haben, die Kraft wirst du haben, ja, und die Karte hat es dir nämlich auch gesagt. Träume zu haben ist schön, aber die in der Tat zu setzen, ist noch besser. Und überhaupt denke immer, dass du das dir auch verdienst. Du verdienst es. Ja? Du verdienst dir das Beste, ja? Was du für dich möchtest, was du dir wünschst. Ja? Also, Zwilling, ich wünsche dir wirklich viel Glück in dem, was du machen möchtest. Es hat hier wirklich sehr gute Vorzeichen. Ich kann es dir nicht mit anderen Worten sagen. Mir fehlen sowieso die Worte, also ich weiß, dass es sich nicht leicht anfühlt, weil wir reden über die Familie. Also es ist leichter gesagt als getan, das weiß ich ganz gut auch, Zwilling. Aber die Tatsache ist, dass es bleibt nicht anders übrig. Ja? Also es bleibt uns tatsächlich nicht anders übrig, weil sonst würde es heißen, Zwilling, ich lebe meinem Leben, oder meine Familie lebt meinem Leben. Also, was ist dann? Also, darf ich meinem Leben leben, so wie ich möchte? Oder muss meine Familie meinem Leben leben? Nein. Ne? Also, weil ich denke, du sagst deine Familie nicht, wie die zum Leben haben, oder? Also, die Familie lebt schon sein Leben. Lebe du deinem Leben überhaupt, ja? Also, das ist wichtig, diesen Loslassen von der Familie ist stark wichtig. Die Familie liebt man natürlich unendlich, ja, das ist doch ja logisch. Die Familie liebt man unendlich, aber das ist auch gut so. Also man darf deswegen nicht klammern oder einfach erlauben, dass die Familie dir sagt, wie du zum Leben hast. Das geht nicht. Das geht nicht, ja. Ich kann weiterhin meine Familie sehr stark lieben. Ja, aber ich kann natürlich auch Grenzen setzen. Und wenn meine Familie mich liebt, will das verstehen, weil mich liebt. Wenn meine Familie mich nur manipulieren möchte, dann wird die Familie natürlich das gar nicht verstehen. Also dann muss ich ja für mich handeln, so wie ich denke, dass es für mich gut ist. Ja?
Zwilling, ich wünsche dir wirklich viel Glück im Monat Februar. Das sieht extrem gut aus für dich, das kann ich dir nur sagen. Dass die Energie manche Fälle langsam sein kann, es kann schon ziemlich langsam sein, das kann schon möglich sein, weil du mit einer klaren familiären Situation hast, zu tun hast und weil es dir nicht einfach fällt, weil du natürlich auch sehr stark mit dem Ego verbunden bist, also du bist auch so erzogen worden. Und du denkst, du glaubst das, was dir gesagt wurde, ja, und was du von zu Hause aus gesehen hast, und das ist, was du glaubst, ja, und deswegen fällt dir schwer, von dieser Situation rauszukommen, weil in Wirklichkeit hat das nur mit dem Ego zu tun, und dein Ego hat mit dir, also, nichts zu tun eigentlich, ja. Ritter der Münze, nochmals, die Energie kann vielleicht langsam gehen, aber ich sage dir langsam, aber sicher, es kommen hier wirklich sehr Veränderungen für dich, früher oder später, die Veränderungen sind da, sicher, früher oder später, die Veränderungen sind da, ja, es kommt auf deine Geschwindigkeit drauf an, wie schnell du die Situation überhaupt lernst und wie viel Mut du in diese Situation rein investieren möchtest. Ja? Ich sehe hier viele Münzen, von da aus, ich spüre schon, dass die Energie langsam ist, das muss ich schon sagen. Aber ich sage dir, es hat wirklich sehr gute Vorzeichen für dich. Und jetzt nochmals, es kommt auf dich drauf an, wie schnell oder langsam du die Situation, weil am Ende hängt direkt mit unserer Energie ab, ja, also das hat direkt mit meiner Energie, natürlich, ich hänge auch von anderen Energien, also ich bin abhängig von anderen Energien am Ende auch, aber glaube mir, das kannst du so beeinflussen, wie du willst, also es kommt drauf an, ja, also Zwilling, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos, Dankeschön für deine Unterstützung und bis bald. Tschüss, Zwilling!